Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Die Siedler 7. Wir spielen die nächste Mission, die Nebelfelder. Sandbecken. Ihr steht nun zwischen zwei Fronten, eine nördlich und die andere westlich von Sandbecken. Und als ob das nicht schon genug wäre, lauert auch noch eine Geisterarmee im Nebelsumpf. Oh je. Da bin ich mal gespannt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Solange dieser mir nichts nachträgt. Tja. Ja, nee, ist klar, ne? Die Nebelfelder. 5 Siegpunkte, okay. Also jeder gegen jeden spielte. Das ist interessant. Das könnte ja durchaus spaßig werden. Oh, und ich stoße schon wieder gegen mein Mikro, das gleich hier in der Früh... Also, ja, bei mir ist in der Früh gerade. Aha. Am Anfang der Aufnahme, meinte ich natürlich. So. Im fernen Osten Tandriens. Bergen die Nebelfelder gruselige Geheimnisse. Was ist das da hinten? Und warten darauf, Abenteurer ins Verderben zu führen. Haha. Interessant. Meine Burg. Nee, doch nicht meine Burg. Tandrien wird nicht von eurer Kirche regiert. Politik und Glaube sind strikt zu trennen. Gott allein kennt den rechten Weg. Im Himmel wie auch hier. Sein Wort ist Gebot. Sein Wille unser Weg. Unser Streit nutzt nur Konradins Tochter. Wenn wir uns nicht einigen, wird sie uns beide zu Fall bringen. Ich fürchte weder sie noch euch, da Gott, der Herr im Himmel, mich beschützen will. Ach, das glaubst du ja nicht selber, oder? Ja, scheinbar doch. Na gut. Wir müssen ihm eines Besseren belehren. Ja, im Gasthaus zum hinkenden Eber. Prinzessin, eine günstige Gelegenheit hat sich ergeben. Lord Wolvering und Bischof Matthäus sind uneins. Nun können wir beide aus dem Weg räumen. Ich dachte, wir seien Freunde des Bischofs. Leider nicht. Sein Zorn auf uns lässt ihn seine Dankbarkeit vergessen. Also werden wir an zwei Fronten kämpfen. Nicht gezwungenermaßen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in deren Streit eingreifen, könnten wir beide enorm schwächen. Ihr schlagt vor, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen? Ich schlage das nicht nur vor, mein Kind. Ich bestehe vielmehr darauf. Oje, es grüßen wahnsinnig. In unserem Kampf gegen den Lord und den Bischof müssen wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Erkämpft euch die Oberhand in dieser Region, denn sie ist der einzige Weg nach Kronstedt, Tandriens ehemalige Hauptstadt. Okay. Ihr habt tatsächlich geglaubt, ich würde euren Diebstahl nicht bemerken? Gott sieht alles und mir berichtet er. Welcher Diebstahl, mein Freund? Seid aber vorsichtig. Dieser skrupellose Lord Wolvering hat entlang der Route Lager bezogen. Er jagt Bischof Matthäus, der weiter im Norden residiert. Vielleicht möchtet ihr den Bischof zuerst loswerden. Ja, ich weiß nicht genau. Ich werde, denke ich mal, zuallererst, meine eigene Stadt etwas ausbauen. Huch, es geht los. Gut. Hilfe, ich kenne mich nicht aus. Nein. Ja, wir brauchen zuallererst Goldschmiede. Ja, schon, nee, Goldschmiede brauchen wir nicht. Wir brauchen zuallererst hier eine Forsthütte. Was gehört hier zu meinem Gebiet? Das gehört alles nicht zu meinem Gebiet. Oh, die Karte ist ja riesig, merke ich gerade. Nee, doch, das gehört zu meinem Gebiet. Das finde ich gut. Ja, dann bauen wir hier die Forsthütte hin. Nämlich hier draußen kann man die schön hinbauen. Alter, Quick Tipps, danke. Finde ich voll süß von euch. Brauche ich aber jetzt nicht, danke. So.
Da schön wäre ein Fleck, wo beide grün wären. Ja, genau so. So, dann werden wir mal hier eine das da und eine diese da und eine diese da. Super. Dann wir schließen an unserem Weg an. Wo ist unser Weg? Hier ist unser Weg. Gut. Angeschlossen. So, also wir haben Holz. Das ist gut. Dann brauchen wir natürlich Nahrung. Haben wir hier irgendwo einen Fisch verkommen? Ne, Stein brauchen wir zuerst. Stein. So, Stein. Lagerhaus? Ne, Berghütte. Stein. So, da reicht eine einzelne. Hier. Und wir schließen dann natürlich beim Weg an. Gut. Was haben wir sonst noch für Ressourcen, die wir eventuell nutzen können hier? Das gehört nicht mir, nein. Ja, dann müssen wir Nahrung wohl oder übel hier über die Bauernhöfe anbauen. Ist ja auch nicht schlimm. Stellen wir hier hin. Weil hier haben wir ja scheinbar eh genügend Platz. So. Kommen wir einmal eine Getreidescheune. Eine Mühle. Und noch eine Getreidescheune. So, dann haben wir zumindest mal nahrungsmäßig etwas Zeugs. Da bauen wir ein kleines Wohnhaus hin. Ne, da ist gar kein Weg mehr, geht gerade. Dann bauen wir hier die Wohnhäuser. Also ein gehobenes Wohnhaus. Mit drei Feldern und ein kleines Wohnhaus. Na super, das geht sich ja wieder ganz toll aus hier. Ja, komm, mach das. Ja. Dann kommt hier eine Bäckerei und eine Brauerei. Und hier kommt... Ja, Münzprägerei ist ganz wichtig. Das lassen wir erstmal. Gut, wobei ich hier jetzt so hier noch ein paar Bauernhöfe hinbauen werde. Genau, Weg bauen, danke. Hier rüber. Ja, da kommen jetzt noch Bauernhöfe hin. Einer hier, so, genau. Kommt hier eine Schweinezucht und eine Schafzucht. Da brauchen wir noch einen Bauernhof, der mir genügend Getreide liefert. So. Nee, komm. Machen wir hier. Und da kommt dann noch eine Pferdezucht. So. Und einen Brunnen brauchen wir auch. Der kommt dann hier hin. Super. Das bedeutet, wir hätten also die Grunddinger hätten wir dann mal gesichert, hätte ich gesagt. Haben wir eine Armee? Ne, wir haben keine Armee. Wir müssen eine Armee ausbilden. Komm, wir brauchen ein bisschen. Bisschen brauchen wir, aber wir müssen natürlich gleich mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Wir haben genügend Gold, dass wir eigentlich gleich massiv ausbauen können, ja. So. Gut, wie sieht's aus? Ja, wir haben Holzversorgung, das ist gut. Bretter. Schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Das ist kein Problem. So, Steine haben wir auch. Kohle haben wir noch nicht. Wichtig ist hier, ja, das passt. Ach, eine Bäckerei wäre wahrscheinlich gut, wenn wir vielleicht mal machen würden. Nee, warte mal, Bäckerei habe ich doch wohl schon hier, oder nicht? Doch, wird gerade gebaut, okay. Oh, meine Bevölkerung explodiert. Das bedeutet Wohnhaus. So, komm. Ja, das tun wir hier so ran. Großes Wohnhaus und noch ein normales Wohnhaus dazu. Jetzt geht es natürlich knapp wieder nicht aus. Na egal, komm. Kann ich die jetzt schon ausbauen? Dann muss ich dann irgendwas erforschen. Nee, das ist eine Prestigebelohnung. Okay, ja, müssen wir wohl oder übel ein paar Prestigeobjekte bauen. Mag ich zwar gar nicht so, habe ich hier schon mal erwähnt. So, und sowas. Gut, eine neue Prestigestufe. Bauhütte? Nee, komm. Lass machen. Kann ich die jetzt ausbauen? Das ist das Problem. Ich kann die Gebäude nämlich gar nicht besetzen, weil ich keine Einwohner mehr habe. Kann ich hier Häuser hinbauen? Ja, geht sich aus. Ich meine, da kann ich zwar nichts dran bauen, aber das ist ja egal. Ja, toll. Ja, machen wir hier. Gehobenes Wohnhaus. Und noch ein gehobenes Wohnhaus. Gut. Also alles in allem haben wir ein paar gehobene Wohnhäuser. So. Und ich habe kein Geld mehr. Das ist schön, aber dafür habe ich 12 Militäreinheiten. Das bedeutet, wir werden jetzt gleich mal eine Vorhut starten. Jetzt schauen wir mal. Ah, hier gibt es Fisch. Das ist gut. Angreifen. Schnell angreifen.
Und ich merke gerade, ich sollte mein Schloss relativ schnell ausbauen. Also sonst haben wir ein Problem irgendwann mal. So. Gut, es wird hier gejagt, das ist gut. Eine Metzgerei habe ich noch nicht wahrscheinlich. Die sollte ich vielleicht dann auch mal ausbauen. Also hier Münzprägerei. Machen wir hier eine Metzgerei. Komm. Ja, Metzgerei. Hey. Siegpunkt gewonnen. Metropole. Super. So, ich nehme hier Brett. Wie jetzt, ich habe geforscht? Das ist ja interessant. Achso, das forscht jemand anders. Ah, verstehe. Ja, stimmt, so war das. Forschen kann ich nämlich... Also, ich habe eine Schlacht gewonnen. Ja, das ist schön. Forschung ist nämlich so eine Geschichte, das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Das kann immer nur eine Partei, ja? Die Sachen, die erforscht werden. Bedeutet, es wäre gut, wenn ich das machen würde. Aber dazu müsste ich zuerst mal hier das Kloster bauen. Kann ich das schon bauen? Hier die Kirche, meinte ich natürlich. Sollen wir die... Ich habe ja hier fast keinen Platz. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt die Kirche baue, das dauert wieder 100 Jahre. 10 Stein und 10 Bretter habe ich ja nicht. Könnte ich eigentlich einen zweiten Stein jetzt bauen, damit das hier etwas schneller geht? Ich glaube schon. Mach das mal. Sehr gut. Hey. Was haben wir denn hier? Oh, Siegpunkte gibt es hier viele. Das ist schön. Ja. Ihr beschließt neues Land, mein Freund. Nicht gut. Großartig. Machen wir gleich weiter hier. Komm, Angriff. So, was gibt's hier Schönes? Gibt's hier irgendwas? Imperator. Ach, das ist interessant. Gut, wieso kriege ich hier auf einmal so viele Siegpunkte? Kann mir das irgendjemand erklären? Zieht euch zurück, Prinzessin. Ihr habt keine Chance gegen unsere Armee. Ja, ja, Freundin, seid doch jetzt mal nicht ungut. Ah, hier müssen wir auch auf jeden Fall gleich einen Holzfäller hinbauen. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Das ist okay. Soll er ruhig machen. Das da. Und das da. Und dafür einen, der nachpflanzt auch noch. So. Oh, ich hab... Scheiß... nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, ich habe keine Werkzeuge mehr. Alter. Ja, komm. Habe ich Bier? Tauscht mal Bier gegen irgendwas aus. Ich habe keine Werkzeuge mehr. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Werkzeugmacherei. War hier. Aber ich glaube auch nicht... Ich glaube, ich habe auch kein Eisen, oder? Habe ich Eisen? Wir sind die Werkzeuge ausgegangen. Na doch, ich habe schon Eisen. Ah, wie peinlich. Ich liebe es, ne? So. Ach, komm. Juhu, ein Wall ist fertig. Eine Befestigung wurde erfolgreich ausgebaut. Die Münzprägerei macht irgendwas, das ist gut. Ich brauche unbedingt Werkzeuge. Ja, komm. So. Zum Glück. Kann ich die Wohnhäuser schon ausbauen? Nee, das ist eine Prestigebelohnung. Ich muss irgendwo, sollte irgendwo dann mal wieder Prestigepunkte kaufen oder besorgen. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall hier Burg. Nicht Burg, sondern hier, Kirche. Ja, aber ich habe zu wenig Rohstoffe, es hilft alles nichts. Wie jetzt, da ist keine Weizen. Mensch. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Jo, Eroberungsbelohnung. Mehr Werkzeuge, danke. Ja komm, dann bauen wir hier noch eine Farm, die nur Weizen baut. Ich habe immer zu wenig Weizen, das stört mich schon etwas, ne? So, das ist... Okay, verstehe. Ach ja, das ist wieder hier irgendwo, ne? Ja, komm. Weizen. Und ein Lagerhaus brauchen wir auch noch, damit wir hier mehr Träger haben. Forschung begonnen. Drill. Ja, schön. Forscht ruhig alles. Kein Problem. Und ich kann nicht forschen, weil ich noch keine Burg habe. Also hier nicht keine Burg, sondern keine... Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Erzmine, das finde ich gut.
Komm, eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Wie jetzt? Ach so. So, hier hoch. Und hier bauen wir ein Lagerhaus hin. Ich muss schnell expandieren, damit ich ja keine Rohstoffe mehr habe. Ne? Das geht bei mir immer relativ schnell, das wisst ihr eh. So, ja, komm, das drehen wir so hin. Drei grüne Felder, genau. Einmal hier und eine Schmelze schmeißen wir auch noch dazu. Super. Und den Weg bauen wir hier hin. Huch. Hier. Danke. Gut. So, eigentlich könnten wir ja... Ja, wobei... Nee, da können wir ja noch nicht durch. Gut, dann Militär. Auf in die andere Richtung. Hier zum Beispiel. Daher. Komm. Angriff. Und hier gibt es Probleme in der Stadt. Ja, gibt es ein paar leichte... Nee, sieht gut aus. Aber ich muss jetzt echt die Kirche dann bauen. Es hilft alles nichts. Ich brauche die Kirche. Wobei ich noch nicht weiß, wo ich eigentlich Platz dafür habe. Ach komm, die bauen wir hier hin. Das ist eine gute Idee. Da haben wir ja Platz zu viel. Das gibt's ja gar nicht. Und ich habe kein Geld mehr. Super. Wie jetzt? Ach so. Ja, komm. Obwohl, du könntest eigentlich... Ne, Moment mal. Der Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Ja. Was bin ich eigentlich für eine Farbe? Deo Iovante. Ich bin rot. Dem Himmel sei Dank. Ach ja, ich habe gar nichts. Okay, verstehe. Klar. Wie es halt immer so ist. Und ich muss jetzt gleich nochmal ein paar Prestige-Objekte bauen. Es fehlen Güter, na gut. Bin ich ja gespannt, ob die Kirche da jetzt schaffen. Wichtig ist ja nur, dass ich schnell expandiere. Sonnenkönig, naja, schön. Imperator, nein, Sparfuchs, toll. Spezieller Sektor, Handelsgesellschaft, Feldmarschall. Naja, gut. Aber das ist ein guter Sektor, weil hier haben wir Kohle. Ja, nur Kohle. Na, so gut ist er doch nicht. Naja, aber Kohle ist wichtig. Ich muss die auf jeden Fall hier ausbauen, bald mal, damit die hier auf jeden Fall... Euer Gegner hat eine Technologie. Ja, komm. Kann ich die denn auch noch erforschen? Nee, natürlich nicht. Ja, gut, also ich brauche hier mit den Erforschungen... Ach komm, mach mal 8 Stein, oder? Oder 10 Bretter. Na komm, mach mal 8 Stein. Also mit den Erforschungen, da bin ich jetzt sehr weit hinten, leider. Beziehungsweise ich kann das Zeugs dann eh nicht mehr erforschen. Weil das hatte mein Freund in Grün schon erforscht, ne? Ich hasse diesen Zeitpunkt. Der neue Sektor ist unter eurer Kontrolle. Na zum Glück. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Juhui. Ich habe einen Siegpunkt erhalten, das gibt's ja nicht. Und Belohnung auch noch. Ja komm, hier Gold. Meine Armee wird immer kleiner. Das ist sehr schade, aber naja. Komm, greifen wir hier das auch gleich noch an. Ich muss Gebiete erobern, hilft alles nichts. Prestige-Objekte. So, Händlergildenausbau. Nee, Bauhütte, was brauchen wir denn? Bauhütte. Ja, Bauhütte wäre gut. Ich muss unbedingt schauen, dass ich schnell zu Prestige komme. Das habe ich schon mal erwähnt, aber naja. Ich bin echt gespannt. Die Kirche, die wird wahrscheinlich nie fertig werden. Das ist wieder so eine Geschichte. In 100 Jahren wird die Kirche nicht fertig. Nun gut. Dann werden wir das Ganze wohl doch mal etwas warten lassen. Lagerhaus, ja.
Kaufe ich jetzt eigentlich noch Hämmer ein? Ja, würde ich theoretisch noch, aber komm, brauchen wir jetzt nicht, weil ich habe hier eben eine Hammerschmiede. Werkzeugmacher. Genau, die ist ja produktiv, so ein bisschen zumindest. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Ach, wirklich? Ja, toll. Finde ich auch voll super, dass der so schnell forschen kann. Wie viele Steine haben wir denn? 21. Gut, ich kann auf jeden Fall einiges an Prestige-Objekte bauen. Das bauen wir jetzt auch, damit wir im Prestige-Level steigen, damit ich auch forschen kann und die besseren Sachen bauen kann. Das ist ganz wichtig. So, das hier. Und das hier. Das hat nicht Platz. Naja, komm dann. Naja, hier will ich eigentlich nicht. Das hier. Ah, das ist mir viel zu klein hier, die Stadt. Achso, da brauche ich Gold auch. Juhu, neues Prestige-Level. Super. So, Wohnungsausbau, weil ich muss auf jeden Fall die Stadtmauern vergrößern, weil sonst greifen mich die an. Das ist mir zu gefährlich. Gut, dann bauen wir gleich mal die Wohnhäuser aus. So viel habe ich ja nicht, blöderweise. Na gut, eigentlich... Na, es sind schon viele Wohnhäuser. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Ja. Großartig. Super, ne? Und meine Armee wird immer kleiner. Jetzt habe ich echt nur noch 7. Ja komm, das greifen wir noch an. Da gibt es Gold. Das brauche ich. Oder geht sich das noch aus? Ja, es sind ja nur 3 neutrale. Schaffen wir. So, gibt es hier irgendwas? Naja, nicht viel, nicht viel. Gut, ich könnte hier nichts machen. Nein, aber ich habe eine Belohnung. Was belohnen wir uns denn selber? Hier Brot und so ein Zeugs. Ja, doch, komm. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Habe ich eine Goldmine? Ich glaube, ich habe noch keine Goldmine. Nein, habe ich nicht. Das ist schade. Aber ich habe ja meine... Erz habe ich noch nicht. Eisenschmelze habe ich auch noch nicht. Aber das kommt ja dann hoffentlich noch. Naja. Ein Sägewerk könnte ich mir noch eins zulegen. Mal schauen, haben wir irgendwo noch... Der ist voll belegt. Dann machen wir den da herunter. Der, da könnte man... Na, der ist auch voll belegt. Ach komm. Gehört der Sektor auch schon mir? Ja, der gehört auch schon mir. Machen wir hier ein Sägewerk. Komm. Lagerhaus. Und. Ja, ich baue schon wieder so viel. Warte nicht, bis das Zeugs fertig wird. So, diesen da und diesen da. Und diesen da, ja, genau. Wundere mich dann, warum. Dass nichts weitergeht, ne? Er stagniert natürlich wieder alles. Getreidescheune, du kannst auf jeden Fall. Ja, komm hier. So. Wie sieht's von der Logistik her aus? Berghütte, ja gut. Aber wir müssen jetzt echt mal warten. Denn irgendwie. Ich brauche auf jeden Fall das Gold. Das ist blöd. So. Was ist hier? Ah, der Marktplatz. Schön. Wie viele Stoffe hätte ich eigentlich 10? Ja, Schneidereien und so habe ich, glaube ich, diesmal noch gar nicht gemacht, oder? Jetzt warte mal. Ich habe... Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ja, schön, ne? Aber jetzt sind meine Einheiten dann wirklich bald komplett leer. Aber ich brauche auf jeden Fall hier... Bergwerk. Ne, komm, zuerst das Lagerhaus. Es ist eine felsige Angelegenheit hier, muss man schon sagen. Und ein Bergwerk. Berghütte, genau. So. Mit Gold. Oho. Der hat schon 3... Mit Gott an meiner Seite bin ich unbesiegbar. Das, mein Freund, haben schon viele Leute gesagt. Juhu. So. Neue Prestigestufe. Wallausbau Nummer 3. Damit ich zumindest mir um mein Dorf keine Sorgen machen